Wir spielen wieder Drecksklassen-Uncut-Runden, die schlimmste Drecksklasse aller Zeiten. Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Drecksklasse, das Format, bei dem ich eure Drecksklassen spiele. Ey! Auto! Bitte explodier nicht, Bruder. Ihr könnt gerne das Video an der Stelle pausieren und euch mal die Klasse anschauen. Probiert die gerne mal selbst auch aus. Sag ich euch, wie es ist. Probiert die gerne im Public aus und checkt ab, was ihr damit so erreichen könnt. Ich kann euch schon mal vorwegnehmen, nicht viel. Nicht besonders viel. So, wir gucken zu. Am Anfang wird jetzt hier wahrscheinlich jeder erstmal wieder looten. Der eine oder andere wird hoffentlich sogar eine Loadout-Box finden. Wii Fit Board erlaubt als Controller. Ja, du darfst natürlich auch das Wii Fit Board spielen. Oder direkt einen rauchen, dann ist dir egal, was gespielt wird. Auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. So, Armin ist abgedreht, wollte dann doch nicht das Most Wanted da oben links machen. Auch mal CD Mobile Uncut Runden machen. Ja, wie gesagt, ich glaube halt erstens, dass es nicht so viele Leute interessiert und ich persönlich bin halt auch einfach nicht so interessiert an... Oh, die Kistendrohne ist eigentlich stark. Er kann jetzt eigentlich zu dieser Loadout-Kiste, die da unten ist, gehen. Warum macht er das nicht, Bobby? Also ich glaube, dass auch nicht so viele Leute sich für Mobile-Content interessieren. Bobby, geh zur Kiste. Geh zur roten Kiste. Markier sie dir irgendwie auf der Map oder sowas und dann geh schnell zur roten Kiste. Wo will der Mann hin? Der wird die niemals finden, oder? Danke, Karim. Niemals wird der Mann diese rote Kiste finden. Irgendwo jetzt links, glaube ich. Nee, nee. In keinem Universum findet er die Kiste. Mensch, Bobby. Bobby hätte sich so früh einen Vorteil verschaffen können hier in der Lobby. Stattdessen hat er jetzt immer noch nur Fäuste. Das ist nicht die Loadout-Kiste. Aber der Mann hält sich auf jeden Fall mal voll an Regeln, weil der hebt auch nichts anderes auf, was man nicht spielen darf. Hat sein tragbares Radar gelegt. Selbst wenn er jemanden auf dem Radar sieht, dann sieht man das als Zuschauer, glaube ich, nicht. Vorteil, sagt er. Naja, du kannst halt dann zumindest schießen, ne? Es ist schon trotzdem ein Vorteil, auch wenn du den Gegner nicht tot bekommst. Du kannst halt schießen. Sonst kannst du ja gar nichts machen. Das wird hier übrigens gerade ein Kill, glaube ich. Guckt euch das bitte an. Chat, das ist doch nicht normal, oder? Oh mein Gott. Da. Boxen ist nicht erlaubt, aber mit Fäusten ist halt wirklich... Oh mein Gott! Wow! Wow! Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Diese Pistole ist so gottverlassen. Gelöscht. Ich würde wirklich gerne wissen, wie die Time to Kill ist. Einfach in Millisekunden. Mich würde so interessieren. Das wäre so weit entfernt von jeder anderen Time to Kill im Game, ne? Das ist komplett bugged, glaube ich. So, hier wird nice daneben geschossen. Das ist Blue Wolf, by the way, also Yassin. Vielleicht hat der Mann die... Nee, ich will sehen. Klasse, ja, durchgespielt. Er jagt. Ja, oh mein Gott! Das ist geisteskrank, oder? Also schön, dass wir das jetzt auch endlich mal sehen, wie schlecht die wirklich ist. Das dauert ja für immer. Das dauert absolut für immer. TTK wird in Sekunden angegeben bei der. Wirklich, ja, ja. Das ist so respektlos, das Ding. So, Destroyer auch immer noch keine Klasse. Schokoloko wird hier rausgeholt. Nein, ich habe zu spät geswitcht. Wir sind bei Julia. Uncut Manfred. Wir gucken mal Julia zu. In Minuten wird die TTK angegeben. Ja, ja, das auch. Das ist wirklich schon eher... So, Julia hält sich an Regeln. Das ist schon mal vorzüglich. Luca hält sich auch an Regeln. Super Sache. Merlix ist im Gulag.
Also Maddox, ich empfehle den Leuten immer, dann wieder, oh, starker Gunfight. Ich empfehle den Leuten immer drin zu bleiben in Uncut-Runden, weil es kann immer Ausbruch kommen, wie man die letzte Runde gesehen hat. Aber da würde ich verstehen, wenn du quittest. Da wäre ich auch gequittet. Und wenn Ausbruch kommt, dann wäre ich dann auch im Nachhinein gar nicht sauer, weil das würde ich mir nicht geben. Das würde ich mir nicht geben. Janni hat geschlagen, 31er. Das finde ich unkorrekt. Da war das Wii-Board. Ja, stimmt, ich habe ja vorhin gesagt, man darf auch mit dem Wii-Board spielen. Deshalb, das wird der Grund gewesen sein. Aber das würde ich mir nicht länger angucken, da. Aus Versehen. Schere heben, Janni. Ich sage, wer boxt und damit einen Kill macht, 5 Gifted Subs. Merkt nichts. Ich glaube, der merkt gar nichts mehr sogar. Ich würde da nichts mehr merken. Ich glaube, ich würde kein Gefühl mehr in mir haben, wenn mir sowas im Gulag passieren würde. Stark. Das würde ich aber auch machen, weil du brauchst die kleinen Erfolgserlebnisse mit dieser Klasse. Also gar nicht mal so dumm. Nice. BO6 Reveal kommt um 19.30 Uhr. Aber da ist extra tatsächlich unter meiner Kamera auch ein Countdown. Mit 5 Subs aus dem Bann rauskaufen, ja. 2 Muniboxen pro Gunfight. Digga, mein Lenkrad geht nicht, das ist scheiße. So, ich glaube, hier wird jetzt auch erstmal nicht gefightet. Wir gucken mal durch, ob woanders gefightet wird. Yasin fightet, glaube ich. Ich höre Steps. Oh, auch keine Muni mehr. Er kann jetzt mit der... Doch, jetzt kann er. Er hätte ohne Nachlademunition niemanden mit Full Plates töten können, nur mit den Pistolen, ne? Ganzes Magazin hätte nämlich einfach nicht gereicht. Nein, in den fucking Busch geschossen. Oh, nicer Headshot aber. Nice, macht er gut. Armbrust ist tatsächlich hier sogar echt die bessere Wahl, ne? Vor allem, jetzt spielst du ja auch gegen andere Leute in dieser Runde, die auch alle nur das spielen müssen. Das heißt, hier hast du mehrere Möglichkeiten, mehrere Chancen, auch den Gegner zu treffen. Weil der Gegner hat ja die gleiche Klasse, der muss sich ja auch erstmal damit treffen, hat keine Meta-Waffe in der Hand. Jetzt stellt euch das mal vor, in Public diese Klasse zu spielen. Katastrophe. Oh mein Gott! Das war crazy. Guckst du die gesamte Xbox Showcase ab 19 Uhr? Ich glaube schon, ja, oder? Also, sollte ja relativ zeitnah dann anfangen, oder? Also, wird ja sicherlich auch die eine oder andere interessante Sache geben dann. Ich habe keinen Ton, was soll ich machen? Ohren putzen. Soweit ich weiß, wird in der Xbox Showcase nur kurz BO6 angeschnitten. Die richtige BO6 Direct kommt erst nach der Xbox Showcase. Okay. Wie lange geht die Xbox Showcase? Oh, daneben. Oh, die Aerosolgranate hat gehittet. Die schmeckt. Oh. Du hast zusätzlich, weil du ja sonst keine Nachteile hast, hast du auch einfach nochmal Glint mit dem Visier, ne? Armbrust noch zu stark, ja, echt so. Eigentlich müsste man hier als Primärwaffe nochmal irgendwas Akimbo spielen. Das Ding ist so schlecht, ne? Bei der Klasse macht Ton auch keinen Unterschied, das stimmt. Wieder daneben. Ich will noch einen Kill von Yasin sehen oder zumindest eine Gameplay-Aktion. Klettert er hoch? Nee. Oh, 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 ja, Wise Dodge. Oh! Oh! Oh, hat's da gescheppert. Hat's da gekracht. So, Luca. Springt da auch hinterher wie ein Geisteskranker. Es ist halt wirklich immer ein Wegrennen, kurz Platen und sowas. Die Gunfights dauern echt für immer. Oh, so runtergesprungen, obwohl er gehört hat, dass er die Aerosolgranate geworfen hat. Konnte kein Deutsch kurz. Nice. Auch keine Platten mehr. Nur noch die eine. Vielleicht kauft er sich kurz Platten, das wäre smart. Oh ja, er kauft sich Full Platten, so viel wie es geht. Wir gucken Luca weiter zu. Nice. Und schon wieder eine Aerosolgranate gefressen.
Oh, und die Armbrust auch noch. Alter, so den Bogen, den Pfeil gefressen. Da wird gepusht. Boah, das war stark. Das war stark. Das war stark. Wie lang ging dieser Gunfight eigentlich? Aber das ist geil. Genau so macht das Spaß. Genauso soll das sein. X-Head sitzt da auf dem Dach. Eigentlich würde man das nicht gut finden, eine Ankerdrohne. Man würde jetzt sagen, wie ehrenlos. Aber also, er kann halt eh nichts machen, ne? Und das ist auch wirklich... Oha, wo geht der denn da hoch? Man kann da ganz hoch? Das wusste ich nicht. Das ist auch wirklich nicht ehrenlos, weil so einen Kill zu machen, wäre schon auch geisteskrank. Links unten fliegt einer mit Fallschirm. Den hat man so gut gesehen. Er hat ihn nicht gesehen. Wurde über die ganze Map geheadshottet. Alter, das hätte ich so gerne gesehen. Auch alles an dieser Klasse ist halt einfach scheiße, ne? Stell dich mal vor, man dürfte X13 Single spielen, dann würde die normal viel Schaden machen, auch wäre trotzdem nicht gut. Oder die Armbrust mit Explosiv, dann würde die immer One-Hitten und so. Aber es ist ja wirklich alles an dieser Klasse kacke. Oder so einen langen Lauf auf die Armbrust, damit du wenigstens so weit schießen kannst oder so. Oder noch so einen schnellen, so einen schnellen Bogen, wisst ihr? Wo kann man das Event gucken? Hier bei mir im Stream. Ab aufs Fußballfeld. Okay, da wird jetzt erstmal kein Gunfight entstehen. Hä? Da war jemand AFK. Okay. Sehr random. Yassin sieht auch gerade nichts. Anton schießt da verzweifelt, glaube ich, sogar auf Yassin, oder? Warte mal. Guckt Yassin auf ihn? Ja. Yassin springt sogar auf ihn, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Oben auf dem Dach, da könnte er sogar hochkommen. Komm, do it. Do it. Nicht First Shot gehabt, aber nein, nicht Boxen. Boxen steht jetzt mittlerweile sogar auch im Regelwerk mit drin. Wer auch immer das ist. Boxen ist nicht erlaubt. Ich hätte auch so Schiss an Yassins Stelle. Weil man sieht ja, der Gegner... Nice. Der Gegner hätte geboxt. Ist das dumm. Zum Finishen ist Boxen natürlich erlaubt. Wir gucken uns den Gunfight an. Anton. Guckt mal bitte, währenddem er angeschossen wird, auf das Leben unten links. Boah, ist das schlimm. Ist das geisteskrank. Wie lange hat der gebraucht, um ihn zu knocken? Das ist wirklich crazy. GG's. Sylt. Sing Smooth Operator. Das ist aber geil. Das ist aber geil. Weil jeder, den du knockst, den du dann sagst, sing ein Lied oder wie auch immer, und der hat in-game sein Mikro an, der wird das Lied singen. Das ist smart. Nice, das Sheep Break Painkiller. Sonderzeichen, so Strich Gär spielt Sniper und Superi. Oh, 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 nice. Nice Escape. Gar keinen Bock gehabt. Und teamen, das ist ja respektlos. Das ist ja respektlos. Leck mal ein Ei. Castor Holstein ist auch am Start. Der war auch letzte Runde schon drin. Wer teamt hier? Wir gucken uns erstmal den Gula kurz an. Von XAOC gegen MC Kakashi. Oh, 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 oh. Oh nein! Du hast doch noch 20 Bullets! Was ist denn das für ein Play? Das war Arsch. Das war wirklich richtig Arsch. Warte, da gab es einen Gunfight gerade, oder? Da ist doch einer auf dem... Ja, das gucken wir uns an. Oh mein Gott. Da Huber. Komm, den anderen kriegst du auch. Schade. Da landet aber noch einer. Anker Joe hat letzte Runde einfach auch schon sich nicht an Regen gehalten, ne? Anker Joe, warum bist du so einer? Warum bist du so, Joe? Wieso bist du so? Kann seinen Namen nicht sagen wegen Sonderzeichen. Ach so. Wir machen noch mehr Ankerdrunden, ja. Nice Shot da. Das könnte Taito Yassin sein, beziehungsweise nee, ist nicht sein Main-Account, deshalb. Vielleicht ist er es doch nicht. Oh, 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 jetzt bin ich gerade weggeswitcht, weil ich dachte. Wie random ich gähnen muss, weil ich dachte, der Gunfight wäre
Sind wir vorbei, weil der andere weggeht. Oh, was sehen wir hier Schönes? Oh, er hätte sogar oben bleiben können eigentlich. Und Joe teamt auch. Das ist wirklich so respektlos, ne? Das ist wirklich so respektlos. Es gibt halt einfach, muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? Es gibt halt auch einfach Bastarde. Das stunt einer, das ist auch respektlos. Die meisten sind keine, aber es gibt sie. Das muss man sagen. Jester Tay gucken wir auch kurz im Gulag zu. Bisher haben wir heute nur Kracher im Gulag gesehen, glaube ich. Nicht einer, den wir zuschauen, gewinnt hier gerade seinen Gulag. Das ist Flintenmunition. Nein, nein, das ist Flintenmunition. Oh nein, oh nein. Oh, oh! Alles tut weh. Alles tut weh. Wer bei diesen Sonderzeichen da gerade zuschaut, darf da auch gerne kurz, ausrutschen, sage ich einfach mal. Oh, da, Open Field Gunfight, da will ich zugucken. Da will ich zugucken. Sheep Break. Oh, aber auch guter Armbrustpfeil da. Bro, wie viele Leute da sind. Und die kriegen sich alle gegenseitig nicht getötet, obwohl er hier nicht mal mehr Platten hat. Ein Pfeil von der Armbrust und er ist tot, glaube ich. Oh! Ja, da ist es passiert. Nein, ich habe wieder nicht schnell genug nach rechts geswitcht. Fuski, hier wieder auf dem Field. Da kommen wir wieder zu. Der hat mit normalen Waffen nur 8 Kills. Ja, das wäre mir auch ehrlich peinlich. Guck mal, jeder spielt hier die schlechtesten Waffen aller Zeiten und er spielt einfach Meta und kann nicht mehr als 8 Kills machen. Das ist schon scheiße, ne? Das ist schon scheiße. Meinst du Superior? Ja, voll geil halt, ne? Richtig nice SMG. Nein, die fliegen da, glaube ich, gerade die ganze Zeit einfach nur an der Zipline hoch und bleiben in der Luft, damit sie nicht in Gunfights gehen müssen. Smart wäre es da jetzt eigentlich wirklich, den Prezi sogar auf die Zipline zu usen, damit die das nicht mehr machen können. Oh, oh. Nein. Ach, Digga. Ach, nee! Ach, nee, wer bist du denn? Wer war Fuski? Wen hat Fuski gerade getötet? Hat ihm jemand zugeschaut? Das war doch gerade eine SMG, oder nicht? Das war doch einer, der sich nicht an Regeln gehalten hat, oder? Wer war das? Wer von denen war das? Bro, das ist doch so scheiße. Du kannst doch dann keinen Gunfight verlieren gegen die mit Abstand schlechteste Time to Kill im ganzen Spiel. Joe lebt noch, RIP. Wer von denen war das? Das war der mit den... Nein, das war der, oh mein Gott, den wir gerade davor auch zugeschaut haben. Oh mein Gott, bist du shit. Bro, das würde mir so stinken jetzt. Das würde mir so stinken. So einen Kracher kassiert von der schlechtesten Waffe im Spiel, wenn so viele Leute zugucken und du eigentlich nur abfacken willst. Bro, ich wäre so sauer an seiner Stelle. Ich wäre so sauer. Ankatrol wird hier auch getötet. Destroyer versucht da durch die Smoke zu sehen mit dem nicht vorhandenen Thermal. Joe spielt wieder mit normalem Loadout auch, wurde mir hier gesagt. Wer ist Joe? Ich finde Joe die ganze Zeit nicht. Ich habe noch keinen Joe gesehen. Da, Joe. Es sind nur noch 20 Leute live auch. Er spielt auch so todesernst. 4 Kills wieder. Joe, du kannst mir auch nicht erzählen, dass das halt hier, dass du das hier gerade wieder nicht mitbekommst, ne? Da. Es macht mich so sauer, dass er so scheiße ist, wirklich. Also ich will ja wirklich nicht auf den Skill von Leuten gehen, aber wir erklären hier die Regeln 15 Minuten. Du musst das checken, das in so einer Runde, also es ist... Ich werfe ihm das jetzt 100% vor, dass es gewollt ist. Und das ist halt dann einfach wirklich, also... Wie kann man dann auch noch so kacke sein? Wie kann man so kacke sein? Da gerne auch mal ausrutschen, Chat. Ich sag's, wie es ist. Gerne auch mal ausrutschen, alle, die gerade zuschauen. Gerne ausrutschen.
Bitte. Bitte, 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 holt ihn. Holt ihn, holt ihn, holt ihn. Es ist so wichtig eigentlich. Ich glaube, der Gegner, der gerade auf ihn geschossen hat, wurde von jemand gethirdpartied. Oh Mann. Er ist halt so schlecht, er kann es eigentlich nicht überleben. Kann es eigentlich echt nicht überleben. Harun? Macht das gut. Harun auch komplett am Reingeeken hier mit schillernd Camo auf der Pistole. Ist das schrecklich. Da sind so viele Leute auch. Die Thermo Barrack hittet komplett rein. Dann bist du auch noch gestunt davon. Er muss aber auf jeden Fall in die Zone. Ach du Scheiße, kracht das hier. Harun macht das gut. Joe lebt immer noch. Joe dürfte übrigens boxen, ne? Also, das sollte klar sein. Bro. Tötet bitte einer mal diesen Joe. Box ihn bitte tot oder macht was auch immer mit ihm. Ein HP wieder. Er kann das wirklich nicht überleben. Besser ist es. Joe, du verficktes Opfer. So. Mondgesicht 040. Damit haben wir jetzt auch nur noch Leute drin, die Ehrenmänner sind und sich hier an Regeln halten. Beste Leben. 5 Legenden sind hier noch am Leben. Fuski auch. Lee auch. Nice Hits. Das waren 6. Nee, das waren. Wie viel Schaden werden das gewesen sein? Wenn du bis 3,8 Meter Damage machst, machst du auf die Range wahrscheinlich so 3 Schaden oder so. Das waren 3 Schaden gerade. Nice Lee. Lee macht das auch gerade gut. Lee auch noch full. Alles quasi. Ne, wobei Gasmaske hat er nicht full. Ich dachte, die wäre full. Einfach immer ab und zu ein bisschen nerven mit den Pistols. Oh, das waren aber krasse Hits gerade. Komplett Shields weggeschossen bekommen. Oh nein, die Thermo Barrack Nade tötet Lee. Nicht mal zum Finishen reicht diese scheiß Pistole. Es ist so schrecklich. Es lohnt sich fast nicht mal, Leute zu knocken, die Self-Revive haben. Oh, stark. Harun in einem 1 gegen 1 gegen 1. Oh, das war ein wichtiger Armbrust-Hit. Fuski aber mit einer sehr guten Pose hier oben. Und die Jungs rennen. Oh, das waren. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Der wird gefinished. Und jetzt haben wir ein 1 gegen 1. Fuski gegen Harun. 1 gegen. Oh, und das ist natürlich jetzt eklig. Oh nein, Harun, was machst du? Harun, was machst du? Er played sein Self. Er played sein Self. Aber das ist doch dumm. Du hast doch gar keine. Er spielt. Nein. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's sehr interessant. Harun geht für den Heal-Off, glaube ich. Nee, jetzt sehen wir den Gunfight doch noch. Wir sehen den Gunfight noch. Fuski mit einem Self-Revive, Harun mit einem Self-Revive. Harun versucht hier wegzurennen. Oh, aber das ist der Knock! Nein, aber jetzt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist ja geisteskrank. Ach du Scheiße. Er hat ihn einfach genockt, out of zone noch, aber er hat ihn nicht gefinished bekommen und deshalb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber geisteskrankes Endgame. GG's. Harun mit dem Win und dem Armbrustpfeil, der noch in der Luft geschwebt hat, da. Strongest Endgame. Aber genauso viel Spaß kann es machen, wenn sich jeder an Regeln hält. Da gehen auf jeden Fall keine Grüße raus an Joe und an den einen, der da auch noch gekracht wurde. Wie kann man das eigentlich hinbekommen, wenn man in dieser Lobby, ihr habt gesehen, wie wenig Schaden die Waffen machen, wie schlecht die sind. Wie kann man hier mit Meta-Waffen nicht gewinnen? Das ist wirklich peinlich, muss ich sagen. Das ist wirklich peinlich. Und GG's an Harun und an Fuski, die da im Endgame wirklich alles gegeben haben. Seht ihr die Pfeile, die da wirklich so halb in dem Charakter und halb in der Luft drin stecken? Das sieht wirklich respektlos aus. Aber GG's.